So, willkommen zur 27. Folge zu Let's. Nee. 26? 27? 27. 27. Folge zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Jetzt gucke ich trotzdem selber nochmal nach. Meine Güte. 27 ist richtig. Mann, ey, tut mir leid. So, was machen wir denn diesmal? Folgendes. Wir gucken erstmal ins Codex natürlich. Gucken erstmal Arche Spezies, Asari. Bei den Asari waren wir jetzt erstmal. Asari an sich. Die Asari sind bekannt für ihre hohe Lebenserwartung, ihre biotischen Fähigkeiten und ihr diplomatisches Geschick. Sie gehören zu den einflussreichsten Spezies in der Milchstraße. Entdeckerinnen der Asari stießen als erste auf die gewaltige Citadel-Station und die Asari waren es auch, die die Gründung des Citadel-Rats anregten. Asari sind monogeschlechtlich. Achso, ja, alles Frauen. Ihre einzigartige Physiologie ermöglicht ihnen die Fortpflanzung mit jeder Spezies durch eine Form von Parthenogenese. Achso. Bei der genetische Merkmale auf ihre Töchter übertragen werden. Fast alle Asari sind biotisch und ihre Kontrolle über ihre Nervensysteme ermöglicht eine Stärke ihrer Kräfte, die nur wenig andere Spezies je erreichen. Eine Asari kann 1000 Jahre alt werden und durchläuft dabei Phasen, die Jungfrau, Matrone und Matriarchin genannt werden. Asari-Matriarchinnen sind alt und respektieren die Verfüg und für also respektieren und verfügen häufig über beachtliche kulturelle und wirtschaftliche Macht. Im Helios-Cluster gibt es derartige Strukturen jedoch nicht. Gut. Und das Lesen muss ich nochmal richtig lernen. So, jetzt Logbuch. Wir gucken mal, Periosite auf da eine hoffnungsvolle Spur. Da wollen wir jetzt hin. So, damit wir ein bisschen was zu tun haben hier. Oh. Raus. Raus. Eine hoffnungsvolle Spur. Ah ja. Stand wirklich so da. Ist da ein Wurmloch? Es ist ein Wurmloch weg. Kollisionskurs mit unbekannten Objekten. Weichen Sie aus. Sam, kannst du uns Kollision helfen? steht bevor. Voller Halt. Jetzt! Das ist ein Kettschiff. Schätze ich jetzt mal. Kettschiffe, ein Dutzend. Nein, mehr. Sie drücken uns gegen die Geißel. Sie scannen uns, Pathfinder. Dann scan zurück. Dann machen wir das auch. Wo ist der die Relikte aktiviert hat? Seine DNA-Signatur ist dort. Antworte. Also Sie zuerst. Sie stehen doch mir im Weg. Wer sind Sie? Oh. Das war die falsche Antwort. Die Steuerung ist blockiert. Sie fliegen uns in ihr Schiff. Worum geht es hier eigentlich? Ich erkläre nicht, was du nicht begreifen kannst. Ryder, in wenigen Sekunden habe ich wieder die Kontrolle über das Schiff. Ja, vielleicht begreife ich es ja doch. Ich weiß so einiges über die Relikte. Wir sollten uns austauschen. Genug. Dein Widerstand ist naiv und sinnlos. Heute beginnt dein Weg zu wahrer Größe. Sam! Ich habe einen Kurs durch die Geißel berechnet. Los! Bericht! Gegner zerstört. Schäden an den Hecksensoren. Durch die Geißel? Ja. Bring uns hier raus. Ja, es wird eng. Callow? Ja.
Gut gemacht. Wer zum Teufel war dieser Typ? Ryder, wir haben hier unten Probleme. Wir brauchen dringend einen Hafen. Toll. Wo sind wir überhaupt gelandet? Sensoren sind beschädigt, aber ich glaube bei den Gewölbekoordinaten. Sie glauben? Gil, tun Sie Ihr Bestes. Wir gehen runter. Ja, Gil. Wir werden gerufen. Oh nein. Wir müssen landen. Kanal öffnen. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Bei mir alle ganz ruhig. Hören Sie, tut mir leid, dass wir einfach hier aufkreuzen, aber ich schwöre, wir sind die Guten. Ethanola, fahren in Gasadregara. Ethanola. Sie zwingen uns zur Landung. Dann landen wir. Ja. Ha, wow, das ist wunderschön. Wir müssen in dieses Gewölbe. Bitte, Sie wollen doch nicht wirklich alleine da rausgehen. Doch, dieses Mal muss es besser laufen. Ich bin der Pathfinder. Der Erstkontakt ist mein Job. Und unfassbar wichtig, aber hey, kein Druck. Oh, entspannen Sie sich mal. Wenn das hier schlecht ausgeht und ich gefressen werde, selbst wenn es lustig ist, löschen Sie die Videos, ja? Was sind das für Spaßvögel? Und warum sind die Texturen jetzt erst geladen worden? Muss ich meine Schuhe ausziehen? Wette, die fühlen nicht los, dass die Cat, die wir jetzt erst begegnet sind, die Abtrünnigen von denen hier sind. Ich bin Paran Shai, Gouverneurin von Aya. Wir sind die Angara. Hallo, ich bin ein Pathfinder der Initiative. Ja, Sie haben den Orkusnebel durchquert. Ich hörte davon, Joel. Ich habe alles im Griff. Ephra sah das Schiff eintreffen und wollte, dass ich mir ein Bild mache. Er ist ein Mensch aus einer anderen Galaxie. Ein Pathfinder. Aya ist verborgen. Geschützt. Was wollen Sie? Willkommen in Frieden. Ein Leben des gegenseitigen Respekts und der Kooperation. Das kennen wir schon. Ich informiere Ephra. Er erwartet Sie in seinem Büro im Hauptquartier des Widerstandes. Wir sehen uns dort. Ich werde Sie durch unsere Stadt begleiten. Ihre Crew bleibt an Bord. Folgen Sie mir. Denn sind das hier die Abtrünnigen und die Cat, die wir jetzt begegnet sind, sind die Hauptstreitmächte. Oder so. Bleiben Sie immer in meiner Nähe. Versuchen Sie nicht, die Stadt eigenmächtig zu erkunden oder sich mit jemandem zu unterhalten. Falls es nötig sein sollte, werden Ephras Wachen auch vor Gewaltanwendung nicht zurückschrecken. Verstanden. Gut. Darf ich Ihnen denn wenigstens ein paar Fragen stellen? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Wenn Sie hier die Gouverneurin sind, wieso muss ich mich dann mit diesem Ephra treffen? Er ist der Anführer des Widerstands. Und was macht dieser Widerstand? Er kämpft gegen die Cat und beschützt uns. Oder es sind zwei verschiedene Völker, das kann natürlich auch sein. Weil die sehen sich ja auch wirklich ähnlich, das ist natürlich klar. Die Angara weisen ein ungewöhnlich hohes Maß an elektrostatischer Energie auf. Das ist doch Wahnsinn! Es gehört in eine Einlähmungszelle. Bin ich wirklich so furchteinflößend?
Sie sind ein Fremder, der in unser Zuhause eingedrungen ist. Wir wissen nicht das Geringste über Sie. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Dann gehen Sie weiter. Ja. Nicht es, er. Ich wollte gerade sagen. Auf, ihn so anzustarren. Ich mal. Kein einziges Exemplar der hiesigen Flora ist in meiner Datenbank verzeichnet. Wir haben ein uns unbekanntes Ökosystem entdeckt. Ihre Stadt ist wirklich wunderschön. Danke. Sie sind der erste Fremde, der Sie zu Gesicht bekommt. Ich fühle mich geehrt. Hör auf zu schleimen. Was passiert, wenn Aphra mich nicht mag? Das wird er nicht. Dennoch müssen Sie sein Vertrauen gewinnen. Er ist dafür verantwortlich, Sie alle zu beschützen. Ich weiß, wie das ist. Sie sind ein Anführer. Naja, sagen wir, ich bemühe mich, einer zu sein. Das ist das Hauptquartier des Widerstands. Aphra wartet drinnen auf Sie. Ich sollte jetzt nicht mein Multiwerkzeug nutzen. Sie sollten Aphra nicht warten lassen. Habe ich jetzt das Multiwerkzeug? Ja, natürlich habe ich mit meinem Multiwerkzeug Zugriff auf diese Tür. Ja, sie schikanieren dich, Moran. Aber wenn du dich provozieren lässt und rausgeworfen wirst, ist das deine Schuld. Also ich soll schwach sein? Nein, es heißt, du sollst stark sein. Vertrau auf deinen Verstand und dein Herz. Okay? Hey. Sie ist einfach die Beste im ganzen Widerstand. Ich weiß. Die Erfahrung mit den Cat heißt für uns Misstrauen gegenüber allen Aliens. Ah, für mich auch. Wir sind auch schon auf die Cat gestoßen. Dann verstehen Sie es ja wirklich. Als der Archon nach Helios kam, zerstörte er unseren souveränen Staat. Er nahm sich, was er wollte, als wären wir gar nichts. Jetzt verschleppen die Cat gnadenlos Angara. Oft sehen wir unsere Leute nie wieder. Kommen Sie. Aphra wartet. Die Cat entführen Sie? Stehlen Ihre Leute? Und der Widerstand bekämpft Sie jeden Tag. Mit allem, was wir haben. Ist das Zermürbung? Was wollen Sie? Sparen Sie sich Ihre Fragen für Aphra. Verdammt, ich gebe Volt nicht auf. Aphra, das ist eines der Aliens aus der Milchstraße. Ein Pathfinder. Pathfinder. Nach Aya zu kommen, ist ein gewagter Schritt. Ich hatte keine Wahl. Eine Menge verzweifelter Leute hofft, dass ich eine Heimat für sie finde, bevor sie verhungern. Ich fühle mit Ihnen und Ihren Leuten. Pathfinder, egal wie Sie uns gefunden haben, warum sind Sie hier? Ich habe auf einem unwirtlichen Planeten, den wir Eos nennen, ein uraltes Gewölbe entdeckt und es reaktiviert. Es hat die Umwelt des Planeten stabilisiert. Relikte. Unsere Informationen bestätigen das. Ich vermute, auf Aya gibt es ein Gewölbe, das anders ist. Ich muss dort hinein. Ja, es gibt da draußen ein Gewölbe, aber der Eingang wurde vor Jahren verschlossen und versteckt. Tut mir echt leid. Die Moschei ist unsere angesehenste Forscherin. Sie kennt das Gewölbe. Aber jetzt haben sie die Cat. Und wir konnten sie nicht retten. Wir haben sie verloren. Muss es unbedingt sein? Es muss anders gehen. Wie kann ich Sie überzeugen? Kann ich helfen? Wie arrogant. Ich traue Ihnen nicht. Warum sollte ich Ihre Hilfe wollen? Natürlich. Aphra, ich glaube, was dieses Alien sagt, ist außergewöhnlich. Die Moschei würde von uns wollen, dass wir diese Chance nutzen. Jor, du redest zu viel. Lass mich das Alien für dich beurteilen. Ich werde deine Augen sein. Geh, wenn du willst. Aber wenn er dich töten will, dann schlag zuerst zu.
Ich bin Jarl Amadarav und werde Sie durch das Gebiet der Angara begleiten. Gottes Willen, sprecht nicht mit mir als welchen Ding. Leute, es geht doch gar nicht. Na gut, aber neues Volk kennengelernt, quasi. Ja, was sagen wir? Willkommen an Bord oder danke? Naja, sagen wir danke. Danke für Ihr Vertrauen. Ich traue Ihnen nicht. Ich kann Sie im Schlaf töten. Kann ich auch. Nur zu wissen. Na gut. Ich habe meine Analyse von Aya fertiggestellt. Soll ich sie an den Nexus übermitteln? Auf jeden Fall. Ryder, das Schiff ist repariert und stark klar. Bin ich doch immer. Glauben Sie wirklich, dass die Botschaft... Oh, doch, Zugangssteuerung, was macht denn das da? Achso. Bist du mal dahin? Ja, wir müssen zu Tempest zurückkehren. Also, machen wir das. Gut. In einer hübschen Zwischensequenz. Ich mag das Spiel. Auch wenn ganz schön viel auf mich zukommt jetzt durch die ganzen Aufgaben, die jetzt irgendwie die da sind. Ich sage nur, dass dieser Erstkontakt zumindest besser gelaufen ist als der letzte. Aber nur minimal. Ja, was ist eigentlich passiert? Ich wollte mich dort umsehen. Und jetzt müssen wir noch jemanden durchfüttern, was auch immer er ist. Die ist doch wohl nicht besser. Funktionieren die Translator nicht? Sie funktionieren. Ja, komm. Konzentration. Netzein hat nicht geholfen. Ich weiß, wir müssen improvisieren, aber wir sollten trotzdem nicht vergessen, dass es ein Pathfinder-Team-Protokoll gibt. Echt? Ich glaube, das Handbuch habe ich nicht bekommen. Wir sind unserer besten Spur hierher gefolgt und stehen trotzdem mit leeren Händen da. Jarl hat angeboten, uns so gut er kann dabei zu helfen, Zugang zu dem Gewölbe auf Aya zu erhalten. Und wie soll das gehen, wenn wir den Planeten verlassen, auf dem es sich befindet? Das ist eine gute Frage, Jarl. Echt jetzt? Beruhigen Sie sich. Ryder hat recht. Wir haben einen Angara unter uns. Also hören wir uns doch einfach an, was der Neue zu sagen hat. Im Kindergarten. Vor etwa 80 Jahren trafen eines Tages der Archon und die Kett in Helios ein und der Horror begann. Sie haben ihnen den Krieg erklärt? Was sie tun, lässt sich nicht so einfach benennen oder bekämpfen. Die Kett entführen Angara. Sie verschwinden einfach spurlos. Was, wenn das unsere Leute wären? Hey, von mir aus können wir gerne den ganzen Tag gegen die Kett kämpfen. Aber das ist kein Plan. Das sehe ich auch so. Wir müssen in dieses Gewölbe, Ryder. Ich sag's nur ungern, aber ich muss Peeby recht geben. Unsere Mission hat Vorrang. Wir haben einen Plan. Mehr oder weniger. Und er ist gut. Jarl. Der Widerstand benötigt Unterstützung. Ich habe heute Morgen den Auftrag erhalten, zu zwei unserer Welten zu reisen. Und Sie werden mich begleiten. Weil? Weil Sie dadurch Ephras Vertrauen gewinnen. Und das wollen Sie. Jarl hat mir von diesen beiden Welten erzählt. Haval und Vold. Vor der Geißelkatastrophe war Vold ein blühender Planet, auf dem Milliarden von uns lebten. Ein strahlendes Zentrum der Technologie und des Lebens. Und jetzt? Jetzt ist er das Zentrum unseres Bodenkrieges gegen die Kett. Unsere Basis kämpft gegen ihre Einsatzzentrale um die Kontrolle über den Planeten. Und was ist mit dem anderen? Havarl ist die Geburtsstätte der Angara. Aber die Lage dort verschlechtert sich. Er wird wild und gefährlich. Wir vermuten durch die Relikte. Jetzt wird's interessant. Wir haben vor kurzem den Kontakt zu unseren Wissenschaftlern verloren. Ich verstehe immer noch nicht, inwiefern uns das alles helfen sollte. Ich schon. Helfen Sie uns. Oder eher, helfen Sie mir. Und ich setze mich für Sie ein, richtig? Jarl will nämlich ebenfalls in das Gewölbe auf Aya. Pathfinder, es ist Ihre Entscheidung. Ich werde mal darüber nachdenken. Lassen Sie mir etwas Zeit, unsere Optionen abzuwägen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir werden bereit sein.
Jarl, geben Sie Kello die Nav-Punkte der beiden Planeten. Gehen wir es an. Voller Kader, ja. Jetzt haben wir unseren letzten Begleiter mitbekommen. Okay, na gut. An und für sich ist die Folge vorbei. Hahaha, bis zur nächsten Folge. Ciao.